Moin und seid herzlich willkommen zu einer Runde von Survival Games, aber nicht die ganz normale Survival Games, sondern in der Version 1.9 auf dem play.qcraft.net Server. Ja, ich dachte, es wird mal allerhöchste Zeit hier auf dem Kanal 1.9 PvP zu bringen und hier ist es jetzt. Gut, also der Anfangsdude war schon mal ganz gut. Ich denke, man hörte schon ein Stück weit an meiner Stimme. Ich bin schon wieder krank oder beziehungsweise erkältet. Ist auf jeden Fall geil. Warte, ich rüste mal die Axt aus. Ich kämpfe lieber mit einer Axt. Ja, zudem möchte ich noch sagen, dass ich in letzter Zeit nicht so viel PvP gespielt habe. Jetzt hatte ich gerade schon mal ein paar Runden. Deswegen nicht wundern, wenn ich vielleicht nicht die maximale Leistung bringen kann, die ihr natürlich von mir gewöhnt seid. Ja gut, zudem nehme ich jetzt auch mit einem anderen Aufnahmeprogramm auf. Ich hoffe, hier klappt alles. Also das hoffe ich jetzt gerade wirklich. Ist es gleich, mit dem auch Tegel die letzte Folge aufgenommen hat. Wenn es die letzte Folge, nee, die vorletzte aus eurer Sicht. Ich habe keine Ahnung, vielleicht auch vor 3 Folgen. Vielleicht auch jede Folge von ihm, die in den letzten Tagen kam. Auf jeden Fall war ich recht begeistert von dieser Qualität. Da dachte ich mir, ach, dann nimm es halt auch mal damit auf. Bisher war ich in den Testaufnahmen ziemlich begeistert davon. Jetzt muss ich nur schauen, wie das mit dem Ton. Und so ist alles klar, falle ich erstmal runter, weil irgendwie ist gerade alles extrem leise für mich. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Muss ich schauen, ob ich es in der Nachbearbeitung lauter stellen kann für euch. Was ist das überhaupt für eine Treppe? Warum laufe ich hier hoch? Ich muss sagen, mir gefällt die 1.9 so, wie es sich hier auf dem Server noch ist. Jetzt zeigt nichts, dass da oben nichts ist. Alles klar. Also ich spiele hier viel lieber als in 1.8 dieses PvP, weil ich einfach persönlich finde, dass es hierbei etwas mehr auf Skill ankommt. Das kann natürlich jeder so sehen, wie er es sehen möchte. Noch die Kettenhaube mit, ich weiß nicht, ob die wirklich besser ist in 1.9. Kann ja sein, jetzt bin ich hier diesen gesamten Weg hochgelaufen. Wegen einer Kiste LOL bin ich hoch. Was ist das? Warum baut jemand so eine Map? Oh, warte. Aber wir nehmen den schnellen Weg nach unten. Ich habe auch nichts zu essen außer einem Goldapfel. Den ich einfach nehme, weil da ist ein Gegner. Der Bogen ist einfach so OP. So, neue Runde, neues Glück. Diesmal auf der Map Village. Die Map mag ich schon etwas mehr wie die davor, beziehungsweise ich glaube, ich habe die davor noch gar nicht gespielt, aber bin jetzt nicht so begeistert davon gewesen. Was mir immer wieder auffällt, auf diesem Server sind ziemlich viele, ich denke mal, es sind Holländer, beziehungsweise aus Niederlande, wobei ich mir da auch nicht sicher bin, aber es sieht so aus, als ob das holländisch wäre. Ist ja auch egal, vielleicht ist es ja ein holländischer Server oder einfach nur einer, auf dem Holländer sehr gerne spielen, wie zum Beispiel auf Mineplex. Es sind doch sehr, sehr viele deutschsprachige gibt. Ja gut. So, equipmentmäßig her ist es wieder ganz okay, aber wenn wir gegen so einen kämpfen wie gegen den gerade eben, dann habe ich auf jeden Fall gute Chancen. Da ist noch eine Kiste, die hätte ich noch ganz gerne. Also Kistenloot hier ist ja echt gut. Oh, ich habe einen Bogen mit Pfeil. Das ist auf jeden Fall stark. Ich finde diesen Bogen einfach ziemlich overpowered, ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, wie es doch mit Power, ich weiß, wie es ist. Ich habe gegen welche gekämpft, die hatten halb Dia hier auf dem Server. Ich hatte einen Power 1 Bogen, 3-4 Schüsse, die waren down. Ist auf jeden Fall nicht so nice. Okay, ich will jetzt hier nicht noch weiter ins Haus rein. Da sehe ich doch einen Gegner. Werde erstmal ein bisschen zurückgebacken und stecke im Kopf drin. Hä, wo ist der Junge hin? Ich denke mal, wir müssen den. Ja, haben wir ihn bekommen. Hat nur meine Aussage bestätigt. Die Ausschalsche. Wer kennt nicht die Ausschalsche? Ich habe über einen Stack XP-Battles. Ist stark. Das dürfte ich jetzt erstmal die nächste halbe Stunde anhören, wie ich diese und noch mehr auf dem Boden zerschmeiße. Hoffentlich gibt es hier einen Full-Enchanter. Auch man, es wäre doch so schön, wenn es einen Full-Enchanter geben würde. Aber ist. Da ist ein Gegner. Genau da. Ist es ein Team? Ah, ne. Ist nur einer? Okay.
dann hat gerade der erste Eindruck getäuscht. Ich weiß ganz ehrlich nicht, ob Teams erlaubt sind. So, da haben wir ihn. Ich habe keine Ahnung, manchmal team ich, manchmal nicht. Es steht nirgendwo, dass Teams verboten sind. Echt nirgendwo. Zwar beschweren sich dann immer viele, aber trotzdem ist hier jeder Dritte am Teamen. Es ist einfach so. Ich glaube, kein Mensch weiß richtig, ob es erlaubt oder verboten ist. Natürlich fuckt es die Leute ab, die nicht teamen, beziehungsweise keine Freunde haben zum Team. Oder die irgendwie den Server schon seit 10 Jahren kennen und ja, natürlich seit 10 Jahren. Und irgendwie die gesamte Internetzeit von denen mit den Regeln auswendig gelernt haben, mit den 10.000 Seiten. Was man natürlich auch machen sollte, bevor man auf so einem Server spielt. Erstmal ein halbes Jahr lang alles auswendig lernen. Um genau zu sein, ich habe keine Ahnung, ob es erlaubt ist oder verboten. Enchanted Tail ist übrigens nicht in der Mitte. Und schauen wir mal, wo der nächste Gegner ist. Ein bisschen in den Tar sortieren. So, nochmal kurz das Essen und dann geht's auch schon direkt los. Der eine Dude hier ist scheinbar recht gut equipped. Ich habe ja auch nur ein Steinschwert, er hat eine ziemlich OP Eisenaxt. Aber wobei ich dann doch eher mit so einem Steinschwert besser zurechtkomme. Ich weiß, ich könnte auch meinen Offhand benutzen. Oh lol. Bosswam ist natürlich hier noch mehr OP. Oh Gott, ich glaube, den kriegen wir nicht. Nee, boah, ich habe mich richtig schlecht eingestellt. Das kommt davon, wenn man lange Zeit nicht mehr spielt. Oh Gott, ich hätte gerade überhaupt nicht meine Maus richtig im Griff. GG. Too hard damage. Ich denke mal, er meint damit, dass er noch 8 Herzen Schaden hatte. 8 Herzen übrig hatte. Oder keine Ahnung, wie er es meint. Wenn nur 2 Herzen Damage gemacht habe. Freut mich auf jeden Fall für dich, dass du so ein krasser PvP-Dude bist. Komm, ich spiele noch einmal hier kurzes Jumpman auf Zeit. Und ich beende währenddessen die Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann nochmal. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr sehr, sehr gerne das mit einer Bewertung zeigen. Mich freut es wirklich immer, wenn da einige Likes zusammenkommen. Natürlich dürft ihr diesen Kanal auch gerne abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, das ist mein letzter Versuch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich kann nichts. Tschüss.